Was noch fehlt? Der einzige, der noch fehlt. Keep a Hard Run auf Delirium. Für mich, glaube ich, das Schwerste von allen. Außer du findest natürlich Triple Tech 10, dann ist was drin. War schon eine coole Sache, ne? Noch Gnadli finden und ich glaube, das Ding ist durch, ne? Dann hast du ja einen Delirium-Kill. Ich mach's mal. Vielleicht finde ich wirklich Gnadli. Bin unverwundbar. Ich weiß aber gar nicht, ob der automatisch eine Fliege spawnt, wenn ich gar nichts mache. Das probiere ich jetzt, teste ich jetzt mal. Ne, das spawnt die erst, wenn ich schieße. Scheiße. Dann nicht. Ich habe gedacht, der spawnt die einfach so automatisch irgendwann. Okay. Nein. Nein. Schönes Item, sie halt wirklich das A und so, das. Ups, übersprungen. Das A und das O. Setbombs, nee. Larry sagt dann normale Run und dann geht er weg, nur weil ich 2 Minuten Gekippe rauchen gehe. Ah, da ist er wieder. Hi, Larry. Was meinst du mit normaler Run? Also Keeper Run, Delirium, ne? Das ist das Einzige, was ich noch normal machen kann. Also ich kann natürlich auch sonst einen normalen Run machen, aber ich will ja die 1 Million Nerd oder wie das heißt, mit allen Achievements. Das ist mir erstmal wichtiger. Und danach gibt's schön Eden Streaks, glaube ich. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, da habe ich richtig Bock drauf. So. Okay. Ja, war nicht böse gemeint. Keine Angst. Kannst ja machen, was du willst, ne? Das war bestimmt Tech 10 eben. Im Itemraum. Das ist auch so ein sinnloses Item, außer dass es 5 Bomben gibt. Auch ein schönes Item. Würde ich jederzeit mit starten. Aber nicht bei Keeper Delirium. Das sieht bestimmt auch lustig aus. Keeper fängt auch noch mit -2 Luck an. Wie assi ist das denn? Das habe ich noch gar nie gesehen. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ist ja krass. So, komm schon. Gib mir was Schönes. Ich würde auch Triple Hypercake nehmen. Sorry, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber das muss sein. Ansonsten wipen wir hier. Und das kann auch zu einem Gamebreak führen, ne? Das kann auch zu einem Gamebreak führen, aber ich will ja eigentlich kein Spacebar-Item. Ich will ja den behalten. Oh, das ist schön. Bitte was Gutes. Hier könnte ich schon mal rerollen. Obwohl der schon cool ist. Ich reroll da unten und hoffe einfach, dass noch was Besseres drin ist. Shrinkshot ist Bullshit. Das ist auch Bullshit. Okay. Das hält die Gegner für eine Zeit lang an, glaube ich, ne? Diese grüne Remote. Aber ganz ehrlich, das sind Spielereien wie der Pokéball. Der rerollt, glaube ich, Rocks, der D12. Bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall kein Würfel, der mir in Erinnerung geblieben ist, also eher nein. Alter, haben wir heute diese 2 Achievements geschafft? Ich glaub's ja gar nicht. Ich habe echt gedacht, da sitze ich wochenlang dran, bis ich die 2 habe. Und dann klappen die beide im ersten Run. War auch viel Glück dabei, natürlich mit den Items. Aber dass das wirklich passiert. Meine Güte. Wie krass das war.
Nails. Mhm. Probieren wir mal. Gleich mal einer meiner Hassräume. Ragman. Direkt Ragman, natürlich. Und es ist keine Münze gedroppt. Aber mit Triple Nails geht das schon, ne? Gut. Ich guck mich mal noch ein bisschen um. Die erste Ebene ist immer sehr verlockend zum Umgucken. Sieben Münzen gehe ich da rein. Stopwatch. Champions Belt oder so. Ja, wir gehen rein. Das können wir eigentlich auch noch wegmachen. Vielleicht ist der Rock drin. Vielleicht ist der Rock drin. Man muss es ja mal testen, ne? Okay. Schade. Das auch noch testen. Jetzt bräuchte ich noch eine Bombe. Okay, das ist Müll. Das brauche ich nicht. Jetzt brauche ich noch eine Bombe. Ich kriege aber keine Bombe mehr. Hm. Schade. Naja, wurscht. Nachdem, was heute passiert ist, kann man eigentlich das ganz entspannt angehen. Kann man echt ganz entspannt angehen. Wichtig ist halt, dass du hier nicht irgendwie Damage bekommst, ne? So, erstmal diese Spawn-Sau hier wegmachen. Danke. So viel dazu. Okay. Okay. Hat das Flieger den schon kaputt gemacht? Hat der so viel Damage schon? Oh. Da muss ich ja gucken. Das könnte ja ein Buchraum da drüben sein. Okay. Schablack ist Blödsinn. Und der ist auch nice. Ich sammle trotzdem mal ein bisschen. Ich gebe da jetzt nichts aus. Könnte natürlich Cancer drin sein.
Kenza wäre halt wirklich Weltklasse. Hi Kimi. Jo, und ich habe mit den zwei schwersten Charaktere, die bis auf dieses Affe, was ich jetzt versuche, jeweils im First Try geschafft. Mit Lost Greedier Mode und mit Keeper Greedier Mode. Wahnsinn. Fast keiner hat's gesehen. Naja. So, bitte was Gutes. Yeah. Weltklasse. Was soll ich das sein? Das ist ja sweet. Nochmal mit Schischen. Okay, jetzt müssen wir da oben doch reingucken. Die Bibel? Die Bibel könnte man mitnehmen. Das wären schon mal zwei schwere Bosse, die man so überstehen würde. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich nehme die... Mann, nee, ich kann eigentlich gar keins mitnehmen. Ich kann hier gar keins mitnehmen. Ich könnte... Ah, da müsste ich jetzt aber unverwundbar sein oder fliegen können. Ich könnte mir die... Moment. Ich könnte mir die Bibel holen. Das würde mir ein Dings Damage machen. Dann könnte ich fliegen, könnte Bücherwurm werden. Ah. Jo, gute Nacht, Larry. Ja, das ist zu riskant. Ich habe gedacht, die Bibel holen. Direkt einsetzen, dann kann ich fliegen. Dann kann ich mir drei Bücher holen. Wenn ich die drei Bücher habe, müsste ich mir aber wieder den Coin Penny da holen. Und dann kriege ich dann, dann kann ich ja nicht mehr fliegen, oder? Doch, dann kann ich noch fliegen, natürlich. Ich teste jetzt mal. Ich kann noch weiterhin fliegen, das ist doch gut. Das macht mir aber kein AP voll, das macht mir nur fliegen. So. Problem ist, jetzt habe ich nur... Okay, ich kann mir ein bisschen Geld raussprengen, glaube ich. Jetzt habe ich zumindest zweimal ab und zu Doppelshot. Hier, das ist schon geil. So, ich muss mir jetzt ein bisschen Geld raussprengen. Ich spreng auch den hier mal. Ach, gibt nur Fliegen. Okay. Ich muss mir hier ein bisschen Geld raussprengen, um mich zu heilen einfach. So. Moment. Batterie noch aufladen. Auch lebenswichtig manchmal. Darf man nichts vergessen hier. Sogar vergünstigt. Das ist doch gut. Auch wenn es 3 kostet für eventuell einen Coin. Aber der kann natürlich das Leben retten. Bei, keine Ahnung, welchen Boss kommt. Da fällt mir ein. Aber in einem Scheißraum, ne? Abel, hallo. Der gute Abel. Okay, gut. Gar nicht so schlecht gelaufen. Ist ja eigentlich ganz cool, ne? Bisher. Kann man drauf aufbauen. Wir sind schon auf 13 Dingenskirchen runter. Das ist gut. Wir haben Nails mit Knockback, was auch recht gut ist. Wir haben 6 Damage immer noch, obwohl wir hier wie heißt der Marshroom? Keine Ahnung. Wir haben schon einen Orbital, was recht cool ist. Nichts machen. Die machen wir safe.
Oh, hier ist noch so ein Teil. Ich brauche eine Bombe. Mit diesem Sechsfachschuss ist auch geil, ne? Mit Bücherwurm. Das ist natürlich Mist. Das ist ein Item weniger für uns. Da ist eine Bombe. So, bitte Magic Marsh. Ich weiß ja nicht, ob man mit dem Keeper kann ich eigentlich nur zu, überhascht zu Delirium gehen, wenn ich drei Orbitals habe. Ne? Ansonsten never ever, glaube ich. Das ist viel zu riskant. Oder du hast natürlich Swallowed Penny oder sowas. Dann geht's auch wieder. Dass du einfach jedes Mal, wenn du getroffen wirst, eine Münze generierst. Dann ist auch recht easy. Ich habe keinen Schlüssel. Fuck. Okay. Optimal gelaufen, ne? Willst du machen? So. Oh, das ist auch nice. Wenn das überhaupt funktioniert. Ja, aber nicht bei minus 2 Luck. Aber egal. Da ist noch ein Stein. Da muss doch jetzt so langsam mal der Small Rock kommen, oder? Ich lass die mal liegen, ich sammle die gleich noch ein. Oh oh. Noch ist die Chance auf den Devil Dealer. Ich wurde noch nicht getroffen. Hallo? Jetzt zumindest mal der Shop. Mit 19 Münzen gehen wir dann natürlich rein. Spectral Tears wäre es auch super. IFF, sehr cool. Vergünstigt sogar. Macht unsere Abwehr größer. So, jetzt noch Pretty Flies, bitte. Am besten, wie heißt das? Halo of Protection oder so, ne? Das wäre halt absolut genial. Lass den mal liegen, um mich eventuell noch zu heilen. Komm, wo ist der Boss? Muss doch so langsam noch kommen jetzt. Was haben wir hier? Ich habe keine Schlüssel, Mann. Fuck! So viel zu Damage Deal. Devil Deal. Ah, Mist. Und gleich auf 1% runter. Dann wärst du einmal getroffen mit Keeper. Auf 1% runter. Fuck. Gut, mit Schischen brauchst du da eigentlich nicht nehmen, weil... Hi. Gut. Hi, NSO. Und was ist das? Naja, mit BFF ist das in Ordnung, ne? Und das Stain noch dazu. Uiuiui. Ui. 36% Devil Deal. Komm schon. Aber noch Matthias auch. Auf 8. Schon ganz cool, ne? Jo, weiter. Mir geht's sehr gut. Ich habe
Creedia mit Lost und Creedia mit Keeper geschafft. Mir geht's sehr gut. Mir kann nichts mehr den Abend verderben. Nicht mal Keeper gegen Delirium, was ich gerade probiere. Wir bekommen auch die Left Hand, die müsste eigentlich mitnehmen. Weil mein Damage und so ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Ich muss die mitnehmen zum Guppy werden. Ja, für den ersten Run mit Keeper läuft das auch gar nicht schlecht. Ich kann mich nicht beschweren. Auf 8 Shot Speed runter, Tier Rate runter, gewirtschaftet. Da würde ich gerne hin. Bei Schlüssel komme ich gerade mal an eine Kiste. Oh oh. Danke. Ich muss irgendwie fliegen können. Mit dem Knockback sollte dieser Raum wirklich gar kein Problem sein. Das droppt Herzchen mehr, ne? Ne, das nehme ich nicht mit. Ah, ich würde es eigentlich mal liegen lassen. Cricket hat was Glück angeht. Ja, ich jetzt aber seitdem auch, ne? Das kann natürlich auch passieren. Und blaue Herzen bringen uns auch nichts, aber die Items sind halt super fett aus den roten Kisten. Mal Trinket Room. Ja, in Ordnung. Ich habe gehofft, dass es eine Ich-kann-fliegen-Karte ist. Tschüss. Soll ich es riskieren? Pretty Fly sein, könnte aber auch HP-Down sein. Eine Joker-Karte. Eine Joker-Karte. Ich hatte aber bisher, glaube ich, noch keinen Devil Deal, oder? Nein! Ach Mist, und es liegt nirgends. Doch, da oben liegt eine Münze rum, da muss ich dran. Egal, wie. Ich glaube, die ist irgendwo hinter so Stacheln, da muss ich eben die Bombe reinschmeißen. Mir egal. Ja, muss ich die Bombe reinschmeißen. Ich habe überlegt, diese verschlossene Kiste da wegzusprengen. Aber da weißt du halt nicht, ob wirklich einer rauskommt, ne? Ist noch nicht Mom. Oh. Fiese Sache, das. Gut. Wir kriegen den Devilin und wir haben die Joker-Karten noch. Und wir kriegen Jesus Shoes. Bitte kein Krampus. Ich brauche keinen Krampus jetzt. Super. Das bringt natürlich sozusagen nichts. Denn mit Shooters habe ich das, was ich vorhabe, schon gemacht. Also bringt mir das leider nichts. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das so gut läuft, ne?
sollte die Münzen mal liegen lassen. Okay. Gehen wir da rein. Komm, wir gehen rein. Och, Mensch. War ich auch sehr lange, die ersten 400 Stunden oder so. Und dann so langsam irgendwann begreifst du das. Hat aber auch bei mir sehr, sehr lange gedauert. Das sind andere viel, viel schneller. Ich bin aber auch schon alt. Da ist die Reaktionsfähigkeit nicht mehr so gut. Wichtig ist einfach erstmal... Kann ich jedem sagen, der Isaac anfängt zu spielen, sage ich auch jedem. Wichtiger ist ausweichen, ausweichen, ausweichen und dann erstmal irgendwann anfangen mit Damage machen. The World. Das ist doch schon mal nice. Hätte ich gerne dauerhaft. Oh, oh. Da hätte ich mich fast selbst reingeritten. Aber ich spiele Isaac auch nicht so gut. Machen wir. Dürfen wir da rein? Nein, leider nein. Den lassen wir mal liegen. Okay. Moment, ich muss gucken, welche Onion das ist. Ich glaube, das ist die, die nochmal Tiers abmacht, aber Schatzspeed runter. Shotspeed down. Tears high. Ist trotzdem cool. Und Range down hoch. Naja, ein bisschen, ne? Ich nehme sie mit. Ist schon cool. Kann man schon mitnehmen. Hier gehen wir natürlich auch rein. Depth 2. No, ist Toxic auch als Tiers, genau. Die andere ist, glaube ich, cooler. Die andere ist, macht nur Tiers ab. Dann wäre ich auf Tiers ab 5. Dann hätte ich Max Tiers ab mit Keeper. Nein! Oh Mann. Zum Glück habe ich ein paar Münzen liegen lassen. Aber der Devil Deal ist halt wieder durch. Der ist halt auf 9%, ne? So, Mami. Mami ist angesagt. Danke. Kein Joker Room? Doch. Joker. Wow, was Neues. Kenn ich nicht. Muss ja gut sein. Was ist das? Ich muss es auf jeden Fall mitnehmen, glaube ich, egal was es ist, weil ich brauche es ja noch für das Achievement. Was ist das? Hi, hi, Sir Octopus. Was ist das für ein Item? Hier. At one time use active item. One time use active item that when used will Hidden Soul heißt das. Will spawn two random item pedestal from the item pool.
Associated with the current room. Oh. Two Angel Room Items spawnen, das, wenn ich das jetzt nehme. Wie geil ist das denn? Starts with zero and requires 12 charges to use. Scheiße. Scheiße. Das heißt, wenn ich das mitnehme. Oh. Wenn ich das mitnehme, kann ich das hier gar nicht nutzen. Außer in den Batterien wären jetzt, weil das ist da nicht aufgeladen. Sonst würde ich es gleich hier nutzen und würde mir Godhead und Sacred Heart abholen. Im besten Fall. Außer hier wäre jetzt... Danke für den Follow. Das Problem, was ich jetzt habe, Achtung, ich muss mir auch kurz Pause machen. Danke, NSO. Das Problem, was ich jetzt habe, ich muss eigentlich jetzt schon dieses Item nehmen und dann die Pillen durchprobieren und dann Glück haben, dass eine 48 Hours Energy Pille dabei ist. Das Schlimme daran ist, wenn ich das mache und es ist eine Teleport-Pille dabei, dann habe ich keinen Coin mehr. Aber ich muss das riskieren. Ich mach das. Hematemesis. Scheiße. Hat der noch eine Aufladung? Ja. Gut. Dann machen wir das wenigstens so. Speed up. Schade. Okay. Das gibt mir zwei Podestel-Items. Ich glaube, ich nutze das. Ich mach das. Das gibt mir zwei Podestel-Items. Im Itemraum. Es gibt keine Itemräume mehr. Scheiße. Shops gibt's auch nicht mehr. Ich glaube, das war blöd. Außer wir kriegen jetzt nochmal einen Devil Deal. Das heißt, zusammenreisen, Devil Deal holen. Oder Angel Deal sogar. So, das lassen wir natürlich liegen. Die Range ist natürlich kacke, so. Ich habe einen Lack von minus 2, ja, da hast du recht. Aber das hat ja nichts damit zu tun, welche Pillen kommen. Aber das ist ein cooles Item. Ja. Das bist ja aber du, nicht ich. Zum Glück. Ich darf jetzt einfach keinen Damage bekommen, dann kriege ich ein safe, fast safe Angel Deal. Aber das ist natürlich schwer in Wooms. Das geht ganz schnell. Da kommt so ein Laser-Tantchen und dann hast du Pech gehabt, ne? Das hier ist ja noch alles machbar. So viel dazu. Haben wir einen Curse? Ach ja, auf The Lost. So, ich habe irgendwo ein Münzchen liegen lassen. Ist das korrekt? Ich glaube hier. Ja. Noch 18% Chance auf einen Angel Deal. Ich muss mich halt auch ein bisschen beeilen. Wenn ich irgendwie noch... Ich will, kann eh so nicht über Hasch gehen. Kannst du vergessen. Hier? Nö.
Das ist auch eine komplette Sackgasse. Hi C. Grüße dich. Nein, nein, liegen lassen. So, komm, weiter. Zieh, letztes richtig schweres AV. Dann bin ich so, sozusagen durch. Dann kommen nur noch ein paar so Special AVs. So, wo ist der Boss? Natürlich! Kein Devil Deal. Ja, das mache ich aber nicht im Stream. Da müsste ich ja jeden Abend irgendwie streamen. Nee, Epic Feed, das will ich eigentlich gar nicht. Das ist gegen Delirium meiner Meinung nach nicht so toll. Scheiße, kein Devil Deal. Ich könnte es hier machen. Oder ich warte noch eine Ebene. Ist die Frage, hier machen oder noch eine Ebene warten? Und vielleicht einen Angel Deal bekommen und dann zwei Items spawnen lassen. Kaum Risiko. Ich warte noch eine Ebene. Nee, ich warte noch. Ich will zwei Angel Deals Items haben. Ich weiß, gegen Marms Hart wird schwer. Ohne Damage. Jetzt auch nicht. Nein, wir schaffen das ohne Damage. Wenn nichts Blödes kommt. Solange nur die kommen, ist alles gut. Wahrscheinlich gibt's keinen, weil du wirst immer irgendwie dumm getroffen hier in Booms. Aber, sondern dass ich nicht fliegen kann, ich laufe bestimmt irgendwo rein oder so. Nein, da ist es schon passiert und da bin ich tot. Alter. Ah, fieser Raum auch einfach, ne?